fällt Ihnen auf? Ihre Gedanken dazu? Also es gibt Stellen, die sich sehr ähneln und besonders der Einbezug der Mitarbeiter. Also man möchte daran teilhaben und es mitformen können, damit wir auch wirklich damit arbeiten können. Und ich sage mal jetzt nicht die, die im Sessel sitzen und nicht praktisch arbeiten, das geformt haben. Ich finde das schön, dass alle wollen, dass es besser wird und sich da auch beteiligen wollen. Also ich bin tatsächlich, ich sitze hier und schüttle eigentlich den Kopf, weil ich es auch sehr schön finde, wie viele Menschen gerne partizipieren möchten und teilnehmen möchten. Ich sehe aber auch, von uns kam der Zettel, es zerläuft im Sande, also das darf es nicht, das wollen wir nicht. Und ich habe auch im Hinterkopf, die Teamleiter dürfen das nicht teilnehmen nach unserem Wunsch. Und ich denke mir, ja, dann steht auf, dann macht. Dann, ne, wir hatten heute vorhin die Aufforderung, noch zwei Leute, die im Kernteam teilnehmen dürfen, um eben die QM mitzuentwickeln. Und wenn der Wunsch so groß ist, dann denke ich mir, dann müssten wir ja gleich 17 Anmeldungen haben. Ne, und das würde ich mir auch wünschen, weil es uns allen ja so ein Anliegen ist. Mitwirkung beruflicher Identität und Autonomie. Und wenn man an so einer Gruppe mitwirkt, spielen solche atmosphärischen Dinge eine große Rolle. Auch in Zusammenwirkung mit Leitung. Ich glaube, wenn ich den Punkt mal aufgreife mit Beteiligung, was Sie gesagt haben, und Sie haben gesagt, man müsste eigentlich noch viel mehr Leute dabei haben und die Karte aber so ohne Führungskräfte oder ohne Leitung, wir möchten es gerne selber machen. Ich glaube, das sind Sachen, die müssen Sie jetzt im weiteren Prozess da auch tatsächlich aushandeln. Also auch zum Teil mit den Führungs- und mit den Leitungskräften. Und die Aufgabe der Leitungskräfte ist es vielleicht zu sagen, okay, ich lasse los, macht ihr das mal, aber ich muss eine Möglichkeit haben als Leitungskraft, ich möchte auch partizipieren. Ich drehe es mal um. Also dass das Endergebnis ist, dass Sie gut damit arbeiten können. Und ob es jetzt von der Leitungskraft kommt, wenn die vielleicht einen richtig geilen Vorschlag hat oder ist prima, haben Sie es einfach. Aber trotzdem müssen Sie sich damit verbinden und andersrum auch. Also wenn Sie jetzt was machen in Ihrem Bereich und das sind 5 Menschen, die verstehen es, aber kein anderer, haben Sie auch nichts gewonnen. Also das heißt, es muss was Dialogisches entstehen zwischen beiden und wir versuchen den Prozess jetzt so zu machen, dass beides möglich wird. Also wir können einen Prozess machen, wo vielleicht was vorgegeben ist, aber dabei ist entscheidend, wenn Sie es dann nehmen, dass Sie es richtig und auch ehrlich und auch authentisch eine Rückmeldung geben können, dass es nochmal geändert wird. Weil das Ihre Erfahrung ist, Ihr Wunsch und der Anspruch auch an Qualität. Für Führung ist das manchmal schwierig, das auszuhalten. Das ist so. Das Prinzip bei diesen ganzen Geschichten ist, egal was Sie machen, jeder ist erstmal okay als Mensch. Sie sind okay, jeder ist okay. Und dann reden wir aber über die Sache. Und wenn ein Ergebnis nicht so ist, wie ich das wünsche, dann erzähle ich, warum das mir nicht gefällt oder was mir da fehlt oder was ich brauche. Und dann verstehen Sie vielleicht oder so, warum ich das sage, dass mir das nicht gefällt. Und das hat gar nichts mit Ihnen zu tun. Hat was mit mir zu tun. Und ein Element, und da bin ich wieder bei Ihnen, wir müssen miteinander reden, um auch diese Schnittstellen zu machen. Und Sie sprechen eine andere Sprache, haben eine andere Kultur, als ich die habe. Und da müssen wir uns über Worte teilweise wirklich streiten, bis wir dann etwas finden, wo wir sagen, ja, jetzt verstehe ich dich und du verstehst mich. Und jetzt haben wir beide eine Ahnung, was wir damit meinen. Dieses Kernteam, um da erstmal eine Antwort auch zu geben und dann komme ich auf das, was Sie gerade gesagt haben. Dieses Kernteam muss ein sehr kleines Team sein. Sie können das nicht repräsentativ machen aus jedem Bereich, dann haben Sie da 10 Leute und dann werden Sie wahnsinnig. Zweiter Teil der Antwort, wir brauchen Formate, das ist mein Wort, wo diese Menschen, so wie Sie es beschrieben haben, beteiligt sind und vorkommen. Und wie das jetzt genau sein wird, das weiß ich noch nicht, aber das könnten auch Qualitätszirkel sein. So, aber wir sind jetzt noch ganz am Anfang des Weges. Wir haben gesagt, wir sind jetzt erstmal langsam und am Ende, wenn wir erstmal richtig gut angefangen, der Anfang bestimmt die Struktur, dann werden wir erstens schneller und sichern aber an allen Stellen die Beteiligung, sodass Sie immer wieder die Möglichkeit haben, drauf zu gucken. Und ob das dann Qualitätszirkel sind, das muss immer Sinn machen. Ob das Sinn macht mit 2 Mitarbeitern in diesem Kernteam, weil wir so unterschiedlich in den Bereichen arbeiten, dass, glaube ich, so ein bisschen die Angst entsteht, es gehen Sachen verloren oder es kommen Sachen nicht an und wir haben hinter wieder ein QM oder Teile vom QM, mit denen wir spezifisch an anderen Standorten nicht arbeiten können. Und ich glaube, daher kommt diese Idee, dass doch aus jedem Bereich einer dazukommt, auch wenn die Gruppe dann größer ist. Kernteam, das sozusagen diese Qualitätsmanagementprozesse koordiniert, also nicht entscheidet, sondern koordiniert als Dienstleistung für weitere Beteiligte. So. Und hier vorne, Sie haben ja auch Sorgen formuliert, es ist schon mal schief gegangen. Und Sie haben auch eine Sorge formuliert, naja, wer weiß, ob wir dann alle mitgenommen werden. Das nehmen wir als eine sehr wichtige Botschaft mit.
Und dann werden wir entsprechend auch etwas dazu tun, dass diese, dass das stattfindet. Aber ich kann Ihnen heute noch nicht sagen, wie, weil das entsteht auch im Diskurs. Und wir fangen jetzt oben an, also weil erstmal muss oben klar sein, und da sind jetzt die Leitungskräfte gefragt, mit denen haben wir ja schon eine ganze... Sie kriegen die Protokolle, wir machen die Pilotprozesse. Im März treffen wir uns und gucken auf diese Pilote zu, diese fünf, die auch schon mit Beteiligung funktionieren. Und danach kommt dann der nächste größere Schritt. Und Sie werden immer wieder mit Informationen versorgt werden, aber erwarten Sie nicht zweiwöchige, in 2 Wochen wieder eine Review oder so. Also das im März ist...